Ja, herzlich willkommen zu unserem Webseminar. Wir warten noch mal ein paar Minuten und lassen die letzten Gäste, die langsam eintrudeln, noch in den Raum rein, bevor wir dann starten. Okay, es ist 18:31 Uhr und ich denke, wir starten. Also nochmal ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Webseminar der Kindernothilfe. Einblicke in unsere Arbeit für Kinderrechte weltweit. Schön, dass Sie heute dabei sind und oder vielleicht sogar zum ersten Mal. Herzlich willkommen. Ja, heute geht es um das Thema Gewalt gegen Kinder und wie wir Kinder schützen können. Im Thema heißt es kurz Kinderschutz bei der Kindernothilfe. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Jörg Lichtenberg. Du bist jetzt auch schon dabei. Du bist der Leiter dieser Arbeitsgruppe, die noch relativ jung ist bei der Kindernothilfe. Und die nennt sich Training und Consulting. Und ich bin schon ganz gespannt darauf, was du uns berichten wirst. Du wirst uns in dieses Thema einführen. Und ich denke, es ist jetzt nicht unbedingt auch so das allerleichteste Thema, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen, wobei wir als Kindernothilfe ja nicht immer so ganz leichte Themen haben, muss man ja auch allgemein dazu sagen. Aber das ist ein Thema, was ich auch echt also sehr spannend finde und interessant finde. Und genau, ich bin sehr gespannt, was du berichten wirst. Bevor wir loslegen, möchte ich gerne noch ein paar technische Hinweise loswerden, für die auch zum ersten Mal da sind. Ja, kannst du mal die nächste Folie zeigen? Genau, für den technischen Support ist Christopher Fendt heute Ansprechpartner. Wenn Sie technische Probleme haben, Fragen haben zu Audio, Sie hören uns nicht, wie auch immer, dann klicken Sie einfach auf dieses Fragebild. Also es gibt rechts dieses Panel, das Bedienpanel, das müssten Sie jeder sehen. Da können Sie dann auf Fragen klicken, dann öffnet sich ein Fenster und dann können Sie Ihre Fragen da reinschreiben. Das geht soweit sowohl für technische Fragen, aber auch später für inhaltliche Fragen. Für technische Fragen wird der Christopher Ihnen dann sofort zurückmelden und die inhaltlichen Fragen werden wir dann im Laufe des Vortrages beziehungsweise nach dem Vortrag dann beantworten. Wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit mitzumachen, sind herzlich gerne eingeladen, sich zu beteiligen. Dann gibt es noch die nächste Folie. Wir haben jetzt momentan alle Mikrofone ausgeschaltet. Wir werden diese Veranstaltung aufzeichnen. Wenn Sie sich aber trauen und Lust haben, wozu wir Sie auch gerne ermutigen möchten, sich zu melden, auch mit Ihrer Stimme, dann können Sie auf dieses Handzeichen drücken und wir rufen dann Sie später auf, schalten Ihr Mikrofon frei oder bitten Sie, Ihr Mikrofon freizuschalten und dann können wir miteinander ins Gespräch kommen. Genau, mein Name ist Jana Kötter und ich gebe jetzt einfach mal ab an Jörg. Schön, dass du da bist. Es wäre schön, vielleicht sagst du noch mal ein, zwei, drei Sätze zu dir und wie T&C eigentlich zustande gekommen ist und was ihr macht. Ja, sehr gerne. Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind und sich für dieses Thema interessieren. Mein Name ist Jörg Lichtenberg. Ich bin der Kinderschutzbeauftragte der Kindernothilfe seit circa 10 Jahren und leite seit nunmehr 3,5 Jahren die neu geschaffene Trainingseinheit Training und Consulting, die sich vornehmlich damit beschäftigt, Kinderschutzschulungen und auch Beratungen zum Thema Kinderschutz für Institutionen hier in Deutschland anzubieten. Vielleicht ist das für den einen oder anderen oder die andere überraschend.
dass eben die Kindernothilfe, die sich ja seit über 60 Jahren weltweit für Kinderrechte einsetzt, nun auch seit einiger Zeit um Kinderschutz, Kinderrechte hier in Deutschland kümmert. Das hat die Genese, dass 2015, 2016 so mit der großen Welle der Geflüchteten an die Kindernothilfe immer wieder der Wunsch auch oder die Frage herangetragen wurde, was macht ihr eigentlich im Bereich der Arbeit mit Geflüchteten? Und wir haben lange, weil wir gesagt haben und es auch sowieso unser Mandat ist, dass wir vornehmlich in den Ländern arbeiten, wo eben auch viele der Geflüchteten herkommen und versuchen dort Lebensumstände zu schaffen, dass sie nicht flüchten müssen. Aber der Druck wurde immer größer und letztendlich haben wir ja eine längere Geschichte im Bereich Kinderschutz. Wir haben ja vor 10 Jahren uns eine eigene Kinderschutzpolicy erarbeitet, wo ich damals schon als koordinierende Kraft mit tätig war, zusammen mit dem Kinderschutzteam, was ich jetzt leite. Und alle Partner der Kindernothilfe in den verschiedenen Ländern im Bereich Kinderschutz auch geschult, sodass nicht nur wir eben eine Kinderschutzpolicy haben, sondern eben vor allen Dingen auch die Partner, die ja direkt mit den Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Projekten arbeiten. Und durch dieses Schulungsprogramm, was hier in Deutschland schon auch Beachtung gefunden hat, haben wir uns hier bei der Kindernothilfe in den verschiedensten Bereichen, sowohl in den Länderreferaten, aber als auch in der Personalverantwortung, im Kommunikationsbereich, im Medienbereich völlig neu aufgestellt und haben eine gewisse Expertise in diesem Bereich eben erlangt. Und dann haben wir so 2016 gesagt, dass okay, wir wollen auch was tun in der Arbeit mit Geflüchteten und zwar zum Thema Kinderschutz. Und Kinderschutz deswegen, weil wir eben wissen, dass gut 50% aller geflüchteten Kinder sind und viele von denen eben auch entsprechende Gewalterfahrungen auf der Flucht machen mussten und traumatisiert hier nach Deutschland gekommen sind. Wir haben dann die ersten Schulungen entworfen und Träger, die mit Geflüchteten gearbeitet haben, wie Diakonie, Caritas, Arbeiterwohlfahrt etc., denen die ersten Schulungen zu Traumata mit Geflüchteten, bei geflüchteten Kindern eben gemacht. Und dann kamen plötzlich auch ganz normale Träger der Kinder-Jugendhilfe hier in Deutschland auf uns zu und haben gesagt, ja, wir arbeiten jetzt nicht unbedingt mit direkt mit Geflüchteten. Wir arbeiten mit dem ganz normalen Durchschnitt der deutschen Bevölkerung, wo eben natürlich auch Familien mit Migrationshintergrund dabei sind. Aber unsere Mitarbeitenden brauchen das auch, weil eben sie nicht ausreichend genug zu diesem Thema geschult sind. Wir haben uns damals als Kindernothilfe dann das Augenmerk ein bisschen hier nach Deutschland gelegt, weil uns das verwundert hatte und weil wir eigentlich gedacht hatten, dass in Deutschland, in einem so eigentlich gut aufgestellten Staat, doch eben das auch Aufgabe staatlicher Behörden sein muss, eben entsprechend Erzieherinnen, LehrerInnen in den verschiedenen Institutionen da fit zu machen, dass sie eben mit Gewalt gegen Kindern umgehen können, die Gewalt erkennen können und dementsprechend auch adäquat handeln können. Uns ist aber aufgefallen, dass dem nicht so ist, weil eben immer mehr Träger der Kinder- und Jugendhilfe auf uns zugekommen sind. Und wir haben uns dann damals entschieden, okay, wenn dem so ist, dann können wir mit der Expertise, die wir im Bereich Kinderschutz haben, vielleicht auch hier unseren Beitrag in Deutschland bringen. Das zu der Genese. Diese Einheit gibt es seit 3,5 Jahren. Wir haben mittlerweile über 140 Schulungen hier in Deutschland durchgeführt und neben dabei natürlich die ganze Erfahrung mit, die wir in den verschiedenen Ländern gesammelt haben. Wir haben in über 30 Ländern, das habe ich kurz angesprochen, eben über 700 Organisationen bei der Umsetzung von Kinderschutzsystemen beraten und begleitet und haben eben dann gesagt, okay, das wollen wir hier auch professionell jetzt aufstellen und diese Erfahrung und Expertise hier nach Deutschland bringen und Organisationen und Einrichtungen, die mit und für Kinder arbeiten, entsprechende Schulungsangebote anbieten.
dass die Folie gerade war, dass es um Kinderschutz in Deutschland geht und um die Training und Consulting. Aber wenn wir von Kinderschutz in Deutschland sprechen, dann müssen Sie auch ein wenig auf sich selbst achten. Wir erfahren immer wieder in den Schulungen, weil es eben so viele Betroffene gibt, dass eben auch einige Betroffene jeweils in den Schulungen und den Vorträgen sitzen. Und wenn man davon ausgeht, dass ca. 10% aller Frauen und Mädchen eben Opfer sexueller Gewalt in ihrem Leben geworden sind und ca. 8% aller Jungen bzw. Männer. Und diese Zahlen gelten nicht für andere Länder, sondern diese Zahlen gelten auch im Durchschnitt hier in Deutschland. Deswegen sagen wir am Anfang eines Vortrages oder einer Schulung, achten wir auf sich. Und wenn Ihnen eben das Thema vielleicht auch zu hart ist oder eben entsprechende Erinnerungen hochkommen, dass Sie sich nach Hause nehmen, Luft holen, mal kurz rausgehen, wiederkommen, überlegen, was Sie machen möchten oder ob Sie was verfolgen wollen. Ich erzähle jetzt keine super schlimme Geschichten, wo ich im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit sehr viele solcher eben erfahren habe, nicht nur in den Schulungen, sondern eben auch in unseren Projekten. Aber trotzdem möchte ich am Anfang darauf kurz hinweisen. Ja, was bedeutet Kinderschutz? Und das bedeutet für uns eben, die Rechte von Kindern zu stärken und sie vor Gewalt zu schützen. Aber es geht eben hier nicht nur um sexuelle Gewalt. Das möchten wir immer wieder hervorheben. Viele Organisationen und Institutionen kommen zu uns und sagen, wir wollen geschult werden im Bereich Kinderschutz und vor allen Dingen eben etwas gegen die sexuelle Gewalt an Kindern tun. Aber wir sehen diesen Gewaltbegriff wesentlich weiter, wie auch eben in entsprechenden Fachkreisen gesehen wird, dass es eben auch körperliche Gewalt ist, Vernachlässigung, Verwahrlosung und auch anderweitige Formen von Auswirkungen. Und häufig eben ist es so, dass die Entwicklung und Würde des Kindes eben gestört werden, insbesondere innerhalb von Verantwortung und Vertrauen und machtgeprägten Verhältnissen. Grundlage unseres Handelns ist wie immer eben vor allem das UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Da sind ja die entscheidenden Prinzipien eben Gewährleistung von Leben und Entwicklung von Kindern, das Wohl des Kindes, Nichtdiskriminierung und vor allen Dingen, und das wollen wir auch immer herausstreichen, die Partizipation von Kindern, wie sie im Artikel 12 festgelegt ist. Fangen wir mit einem Quiz an. Und ich möchte gleich bitten, Christopher mal das Umfragetool dann entsprechend zu aktivieren. Was glauben Sie, wie viele Fälle von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen werden in Deutschland täglich angezeigt? So, die Umfrage müsste jetzt zu sehen sein. Es gehen auch schon einige Antworten ein. Wir warten noch ein paar Sekunden. Wir haben von einer Zuhörerin schon eine Handmeldung von Frau Best. Ich würde Sie mal bitten, wenn Sie Ihre Frage stellen wollen oder eine ganz konkrete Frage haben, dass Sie sich einfach mal das Mikrofon freischalten und mal kurz Ihre Frage loswerden können. Okay, ich nehme an, dass dem dann nicht so ist. So, in der Zwischenzeit können wir jetzt auch die Umfrage schließen. Es dauert eine Sekunde, bis das Ergebnis angezeigt wird. So, hier das Ergebnis, bitte, Jörg. Ich sehe es jetzt noch nicht. Ach so. Dann lese ich dir das mal gerade vor. Also Antwort 1 waren 10. Wie viele Fälle von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen werden in Deutschland täglich angezeigt? Möglichkeit 1, 10 haben 13% gesagt. Antwort 2 waren 21, das haben 47% gesagt. Und 43 war Antwortmöglichkeit Nummer 3, das haben 40% der Leute gesagt. Also die meisten haben 21 geschätzt,
aber auch einige 43. Ja, dann möchte ich das kurz auflösen. Nach der polizeilichen Kriminalstatistik 2019 sind es tatsächlich 43 Fälle pro Tag. Pro Tag, die sexuelle Gewalt bei der Polizei anzeigen. Das sind knapp 16.000 Fälle im Jahr hier in Deutschland. Es gibt 87 versuchte Tötungsdelikte an Kindern pro Jahr und 112 vollendete Tötungsdelikte an Kindern. Das heißt, es sind 2 tote Kinder in der Woche, die aufgrund von körperlicher Gewaltanwendung hier in Deutschland sterben. Und man muss dazu sagen, dass eben das Dunkelfeld, vor allem in dem Bereich der sexuellen Gewalt gegen Kinder, weil das sind ja nur die angezeigten Fälle, wesentlich höher ist. Expertinnen schätzen, dass es doppelt so hoch ist. Und es betrifft alle Gesellschaftsschichten. Und das ist auch ein Phänomen, das findet man auch in allen anderen Ländern. In unseren vielfältigen Erfahrungen, die wir in unseren Partnerländern gemacht haben, wo eben teilweise es nicht solche Statistiken gibt, so wie hier die polizeiliche Kriminalstatistik, aber eben Studien belegen, dass eben die Zahl der Fälle ähnlich hoch ist und vor allen Dingen es alle Gesellschaftsschichten bis hin zu obersten Wirtschaftsmagnaten, aber genauso in einer einfachen Familie oder im Umfeld vor allen Dingen, wo Kinder sich bewegen, in Kirchengemeinden, in Schulen, in Kitas, in Sportvereinen und da überall, wo Kinder und Jugendliche sich vornehmlich aufhalten. Es wird in Bezug auf Schule von der Weltgesundheitsorganisation in Deutschland geschätzt, dass eben 1 Million Mädchen und Jungen sexuelle Gewalt erlebt haben, zurzeit bei uns in den Schulen sind. Das sind pro Schulklasse etwa 2 betroffene Kinder. Und diese Zahlen, die machen mich immer fassungslos. Und diese Zahlen sind aber auch der Motor, warum wir eben als Kindernothilfe sagen, wir müssen in diesem Bereich eben tatsächlich auch was tun. Und hier vor unserem eigenen Haus in unserer Gesellschaft ist es nicht anders als in den Ländern, in denen wir vornehmlich arbeiten. Und insofern haben wir uns auch dazu verschrieben, hier in dem Bereich tätig zu werden zum Schutz der Kinder und Jugendlichen, die mit uns zusammenleben. Wer ist betroffen? Jedes Kind. Es kann jedes Kind treffen. Das ist auch ganz schrecklich. Am häufigsten allerdings im Alter von 6 bis 12 Jahren. Da sind eben die Mädchen und Jungen besonders anfällig, noch nicht so gestärkt, können sich nicht eben entsprechend wehren. Es gibt das Phänomen zu beobachten, dass Jungen häufiger schweigen als Mädchen. Da gibt es auch einige Studien zu. Ganz genau kann man es nicht sagen, aber häufiger ist zu lesen, dass eben Jungen dazu erzogen werden, eben einiges mehr auszuhalten und stärker zu sein als Mädchen, was natürlich der absolute Schwachsinn ist. Und aber das zeigen eben Studien, dass Jungen häufiger schweigen. Und Kinder merken aber den Unterschied zwischen zärtlicher Zuwendung und unangenehmen Berührungen. Aber, also sie merken ganz genau, wenn was nicht in Ordnung ist. Aber sie wissen häufig eben nicht, damit umzugehen. Und damit umzugehen heißt auch, was muss ich tun? Und normalerweise können nur Erwachsene was tun. Und deswegen die nächste Umfrage. Wie häufig muss ein betroffenes Kind einem Erwachsenen ansprechen, bevor ihr oder ihm geglaubt wird, dass was Entsprechendes passiert ist? Was meinen Sie? Auch jetzt lassen wir ungefähr so 1 Minute die Umfrage laufen, würde ich sagen. Abgestimmt werden kann per Klick auf die Antwort, die Sie schätzen, die richtig ist.
Es ist bisher sehr ausgewogen. Wir werden das gleich noch im Ergebnis sehen. Ich schließe die Umfrage mal. Es haben ungefähr, glaube ich, fast alle jetzt abgestimmt und blende das Ergebnis ein. Ich lese es dann auch noch mal vor. Für dich, Jörg, du siehst es ja anscheinend auch nicht, noch mal, jetzt auch nicht. Nee, sehe Die ich nicht. erste, ja, die erste Antwortmöglichkeit war 2 bis 3 Mal. Das hat tatsächlich niemand gewählt. Die zweite Antwortmöglichkeit waren 5 bis 6 Mal. Das haben genau 50% gewählt. Und die anderen 50% schätzen 8 bis 10 Mal. Ja, aber man sieht schon, dass hier eben entsprechende Expertise auch im Raum ist. Es ist tatsächlich unfassbar, 8 bis 10 Mal. 8 bis 10 Mal muss ein Kind eben einen Erwachsenen ansprechen, bevor ihm geglaubt wird und bevor dann eben der Erwachsene entsprechende Maßnahmen einleitet, um das Kind zu schützen, aus der Situation zu holen und eben weitere Schritte gegen den oder die Täterin eben vorzunehmen. Ja, was brauchen Kinder und Jugendliche für eine gesunde Entwicklung? Na, das ist das, was wir uns auch ganz am Anfang, wenn wir eben Kinderrechte verwirklichen wollen, immer die Frage, die wir zu stellen haben. Und es ist natürlich viel. Ja, es ist vor allen Dingen Zuneigung. Es sind aber auch Sachen wie Gesundheit, Familie, Liebe, Schutz natürlich. Aber auch ganz plumpe Sachen wie Essen, Trinken, aber auch soziale Bindungen, spielen können, etc. Und das ist es, wofür wir einstehen und was wir immer versuchen, eben unseren Schulungsteilnehmenden, aber auch eben in der Öffentlichkeit darzustellen, dass Kinder brauchen viel Liebe und Zuneigung. Die brauchen natürlich auch eben entsprechende Regeln, Bindung, aber auch Verständnis und vor allen Dingen Selbstverwirklichung. Das sind die Sachen, die wir erreichen wollen. Wir wollen eben gegen Kindeswohlgefährdung vorgehen. Was ist das Kindeswohl? Was ist eine Kindeswohlgefährdung? Es gibt da keine gesetzliche entsprechende Definition für, aber es ist vor allen Dingen ein beeinträchtigendes Verhalten bzw. Unterlassen einer angemessenen Sorge um das Kind durch Eltern, aber auch durch viele andere Personen, die eben mit den Kindern zu tun haben und entsprechende Pflichten haben. Das sind eben die Personen, die in den verschiedenen Vereinen, Schulen, Kitas etc. dann eben auch Fürsorgepflichten für diese Kinder haben. Und Kindeswohlgefährdung ist das zu nicht zufälligen Schädigungen, Entwicklungsbeeinträchtigungen führen kann. Arten von Gewalt, ich hatte es schon angesprochen, gibt es eben viele. Es gibt die emotionale Gewalt, körperliche Gewalt, die sexualisierte Gewalt, aber auch eben Vernachlässigung und Ausbeutung. Es gibt das gerade in der jetzigen Zeit zur Covid Zeiten haben wir festgestellt, dass vor allem auch die Kinder, aber auch eben viele Frauen, vor allen Dingen unter häuslicher Gewalt vermehrt leiden. Es gibt aber auch die strukturelle Gewalt, die eben in Strukturen Fuß fasst, die eben der Gewaltanwendung zu dienlich sind und wo eben kaum entsprechende Maßnahmen, staatliche Maßnahmen getroffen werden. Wir können jetzt nicht alle Gewaltformen hier näher beschreiben und näher darauf eingehen. Dafür ist eben dieses Webinar auch zu kurz, um über dieses Thema Kinderschutz wirklich ausführlichst zu berichten. Normalerweise sind unsere Schulungen da 2 bis 3 Tage. Aber ich möchte zumindest eben auf eins verweisen, dass wenn wir mit Verdachtsfällen umgehen, wir immer wieder eben eine Kultur des Schweigens erfahren. Und das Opfer wird von dem Täter oder der Täterin zum Schweigen verpflichtet. Das Kind hat, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, eben keine Stimme gegenüber Erwachsenen oder Autoritätspersonen. Es ist halt in Anführungsstrichen nur ein Kind und eben hat nicht die Macht, sich alleine durchzusetzen. Häufig sind Betroffene auch, schämen sich total und trauen sich gar nicht, über das Erlebte eben zu sprechen. Natürlich gibt es auch eben die Fälle, wo es eine gewisse Loyalität zum Täter oder zur Täterin gibt, die entweder künstlich aufgebaut wurde oder eben durch natürliche Familienverhältnisse entstanden ist. Und die Opfer fühlen sich, und es geht auch in die Richtung Scham häufig, auch als Schuldige
und als Auslöser der Tat. Und das ist ganz schwierig, eben dieses Schweigen zu durchbrechen. Nicht alle Gewaltformen können wir eben eingehen, aber ich möchte jetzt zumindest kurz mal auf die sexualisierte Gewalt gehen. Da gibt es eben den Unterschied von Grenzverletzung. Das ist eben einmaliges, unangemessenes Verhalten, das meist unbeabsichtigt geschieht. Unangemessenheit des Verhaltens nicht nur von objektiven Kriterien ist es abhängig zu machen, sondern auch eben vom subjektiven Erleben eines Menschen oder eines Kindes. Und häufig sind auch zufällige und unbeabsichtigte Grenzverletzungen im alltäglichen Miteinander korrigierbar. Ich möchte da immer gerne das Beispiel nennen, dass zum Beispiel beim Sport Hilfestellungen gegeben werden, die Hand ausrutschen kann und dann der Po eines Kindes berührt wird. Gut, normalerweise, und das sagen wir auch immer in unseren Schulungen, muss vorher darauf hingewiesen werden, ich mache das jetzt, damit ich dir Hilfestellung gebe und deswegen muss ich dich da berühren, damit auch die Kinder und Jugendlichen verstehen, okay, das ist jetzt kein eben unangemessenes Verhalten. Oder wir haben es, glaube ich, alle schon erlebt, jetzt in jetzigen Zeiten nicht, wo wir Abstand so halten müssen, aber in irgendeinem Gedränge, dass man Männern oder Frauen zu nahe kommt und eben auch eigentlich eine Grenzverletzung begeht, wenn man sie berührt. Aber normalerweise ist das häufig durch eine schnelle Entschuldigung und habe ich nicht gewollt, eben auch wieder aus der Welt zu schaffen. Demgegenüber gibt es eben aber Übergriffe. Und die passieren nicht aus Versehen, rein zufällig. Und übergriffige Verhaltensweisen führen häufig zu einer Kindeswohlgefährdung. Und das gehört auch zu den typischen Strategien, mit denen insbesondere erwachsene Täterinnen testen, ja, inwieweit sie Opfer manipulieren und gefügig machen können. Immer wieder eben zu schauen, okay, na, jetzt berühre ich das Kind mal am Arm, jetzt berühre ich es mal an der Hüfte, jetzt berühre ich es am Po, wie weit kann ich gehen, bis das Kind sagt, nein, ich möchte das nicht. Und häufig ist es dann eben schon so weit, dass eben dieser sogenannte Grooming-Prozess von Täter und Täterin so weit ist, dass sich das Opfer, meist eben ein Kind zwischen 6 und 12 Jahren, aus dieser Situation nicht mehr selbstständig eben befreien kann. Und häufig passiert es auch, dass Täter und Täterinnen eben langfristig versuchen, Zugang zu dem Kind zu bekommen. Ja, und es versuchen einzuschüchtern. Wenn du was sagst, kommst du ins Heim, häufig bei eben familienbasierter Gewalt. Wissen alle, dass du schwul bist? Bin ich nicht mehr dein Freund? Bringe ich dein Meerschweinchen um? Ja. Gewalt dann gegen Liebgewonnenes der Kinder. Dann komme ich ins Gefängnis, ist auch häufiger bei häuslicher oder familienbasierter Gewalt eben etwas, was man hört, weil dann eben auch der Familienvater, der vielleicht der Alleinverdiener ist, wegfällt, schlage ich dich zusammen, Gewaltandrohung, oder du kannst nicht mehr in unserer Gruppe eben mitmachen, häufig bei Sportvereinen, Pfadfindergruppen etc. In unseren Schulungen geht es häufig darum, Risiken zu erkennen, also Anzeichen von Kindeswohlgefährdung wahrzunehmen. Und das sind natürlich äußere Erscheinungen des Kindes, Verhalten des Kindes, aber auch das familiäre Umfeld. Ja, wie ist die Wohnsituation? Wie verhalten sich Erziehungspersonen? Man kann vieles eben beobachten und das ist ja auch das, was eben Träger der Kinder- und Jugendhilfe tun. Sie sind in den Familien, sie helfen Familien in den unterschiedlichsten Lebenslagen und nehmen eben sowas, können sowas wahrnehmen, genauso wie Lehrerinnen und Erzieherinnen in Kitas und Schulen. Häufig sind sie aber nicht geschult darauf, eben solche Anzeichen dann eben entsprechend wahrzunehmen. Und allerdings muss man auch sagen, sind das alles auch Symptome, die auf eine Kindeswohlgefährdung hinweisen können. Aber es müssen auch nicht zwangsläufig ein Indiz sein. Dazu folgendes Beispiel. Lara, 10 Jahre, verliert in der Fernbetreuung schnell die Beherrschung. Sie macht das Spielbrett kaputt, zerstört Gebasteltes etc. Außerdem provoziert sie oft andere Kinder, beschuldigt diese und macht sie vor den Betreuerinnen schlecht. Andererseits, sie sucht stark die körperliche Nähe und Aufmerksamkeit der Betreuerin, so versucht sie sich Bestätigung zu holen. Das ist so ein kleiner Sachverhalt, wo man natürlich drauf schließen kann, oh, da stimmt was nicht.
Warum verhält die Lara sich so? Ja, warum zerstört sie die Sachen von anderen? Warum provoziert sie andere Kinder? Und auf der anderen Seite sucht sie die Nähe. Auf der anderen Seite kann man aber auch davon ausgehen, oder könnte man davon ausgehen, dass Lara vielleicht gerade in einer schwierigen Lebensphase steckt, dass sie sich eben versucht auszuprobieren und dass eben weder im familiären noch im außerfamiliären Umfeld irgendetwas schief läuft. Das sind also, was ich damit sagen will, ist, dass diese Fähigkeit eben entsprechend Fälle einzuschätzen, wirklich sehr schwierig zu erlernen ist, beziehungsweise da braucht es auch entsprechende Erfahrung. Man kriegt Fälle mitgeteilt, wo, und das ist auch bei der Kindernothilfe so, wenn wir Fälle von Kindeswohlgefährdung in unseren Projekten, was ja unsere Aufgabe als Kinderschutzbeauftragter beziehungsweise dem Kinderschutzteam der Kindernothilfe ist, dann erfahren wir häufig eines, dass wir nicht genug Informationen haben und dass wir eben weiter gucken müssen. Wir können nicht nur auf das Kind gucken, sondern wir müssen ins Umfeld gucken. Wir müssen gucken, was ist tatsächlich an Anschuldigungen gerechtfertigt und was nicht, bevor man eben den weiteren Schritt geht, die entsprechenden Verantwortlichen dann auch anzusprechen. Oberstes Ziel ist aber immer, und da bin ich so im Bereich des Fallmanagement im Kindesschutzsystem, dass man sofort das Kind eben schützt und aus einer auch nur eventuellen Gefahrensituation rausbringt und ganz offen mit dem Kind darüber spricht, über die nächsten Schritte und was eben tatsächlich dann zu tun ist. Folgen von Kindeswohlgefährden sind verheerend, Essstörungen, Verletzungen, schräges Sexualverhalten, später Wut, Schuld, Sucht, Persönlichkeitsstörungen und andere körperliche Störungen, die man und seelische Störungen, die man teilweise nicht sieht, aber teilweise eben auch entsprechend langfristig erkennen kann. Wir haben mit Betroffenen gesprochen und es gibt ja auch den Betroffenenrat beim unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung gegen sexuellen Kindesmissbrauch, die eben an die Öffentlichkeit gehen und sagen, wie sie Jahre, Jahrzehnte lang nach eben einer entsprechenden Gewaltanwendung, vor allen Dingen sexueller Art, eben noch Probleme haben, ihr normales alltägliches Leben zu leben. Und das ist eben das, was ganz schwierig in diesem Feld ist, dass es eben auf eine adäquate Behandlung der Kinder und Jugendlichen, denen sowas erfahren ist, aber auch später den Erwachsenen, ankommt, damit die wieder in ein einigermaßen normales Leben zurückkommen können. Und die Akteurinnen im Kinderschutzsystem, das sind, denke ich, die, die Ihnen auch bekannt sind. Da ist vor allen Dingen das Jugendamt, da natürlich eben auch das Familiengericht und in vielen Kindertageseinrichtungen, freien Trägern und Schulen gibt es insoweit erfahrene Fachkräfte, die speziell eben dafür ausgebildet sind. Aber das sind eben auch nur Vereinzelte. Ja, das sind in einer Schule, wo 30 Lehrer und Lehrerinnen arbeiten, wenn man Glück hat, hat man eine insoweit erfahrene Fachkraft und auch ist es dort nicht vorgeschrieben, wo eben Kinder und Jugendliche sich dran wenden können, wohin sich eben Kinder und Jugendliche wenden können, beziehungsweise eine Person, die dann weiß, welche auch institutionellen Gänge man zu tun hat. Polizei und Ärztinnen, Kliniken, Psychologen sind natürlich auch eben Akteure, die wichtig sind, um ein Schutznetz für Kinder und Jugendliche zu bauen. Ich komme vom deutschen Kinderschutzsystem so ein bisschen mal ganz kurz auf das Kinderschutzsystem der Kindernothilfe, wobei man klar sagen muss, wir werden zwar auch häufig mittlerweile, nachdem eben sich umgesprochen hat, dass die Kindernothilfe auch im Bereich Kinderschutz in Deutschland sich stark macht, auch von Betroffenen eben angeschrieben, angerufen, die eben über unsere Website meine Nummer haben oder eben meine Mailadresse. Wir haben ein Fallmanagementsystem bei der Kindernothilfe, aber das richtet sich natürlich nicht eben an Betroffene hier in Deutschland, sondern da verweisen wir immer an die entsprechenden
spezialisierten Fachberatungsstellen, die es in den verschiedensten Städten überall gibt. Da haben wir auch eine, und ich glaube, das wird hinterher der Link auch nochmal geteilt, ein Informationsblatt, wo erklärt wird, unsere Rolle, die wir eben haben als Institution, die vornehmlich eben für Kinder und Jugendliche im Ausland Projekte finanziert. Aber natürlich sind wir aufklärerisch tätig ja auch in Deutschland, aber haben im Fallmanagement eben hier in Deutschland keine Rolle. Ganz anders aber im Fallmanagement gegenüber Fällen, die auftreten in von uns finanzierten Projekten im Ausland. Und da gibt es eben ein Kindesschutzteam. Da bin ich der Kindesschutzbeauftragte und leite das mit insgesamt mittlerweile 8 weiteren Mitarbeitern aus den verschiedenen Abteilungen. Wenn ein Fall bei uns gemeldet wird, bilden wir ein Fallmanagement-Team. Und das ist eben vor allen Dingen auch mit den Kolleginnen aus den Länderreferaten, aber auch den Koordinationsstrukturen und den Partnerorganisationen in den Ländern verwoben. Und da geht es darum, was ich vorhin gerade geschildert habe, nämlich tatsächlich dann zu gucken, was brauchen wir zur Beurteilung des Falles noch für weitere Informationen. Wir beauftragen dann Berater und Beraterinnen, die eben in den entsprechenden Ländern auch schon identifiziert sind, um eben aufzuklären und zu schauen, was ist mit dem Kind, was braucht das Kind, braucht es medizinische Hilfe, braucht es eben Rechtsbeistand, ist es getrennt vom potenziellen Gefährder oder Gefährderin. Und das sind so die Aufgaben, die wir bei der Kindernothilfe im Rahmen unseres Fallmanagementsystems eben haben. Es gibt auch eine Ombudsperson, an die sich eben alle Menschen, ob aus den Projektländern oder hier in Deutschland, wenden können, wenn eben ein Verdacht gegenüber Mitarbeitenden der Kindernothilfe eben ausgesprochen wird. Und dann ist das eine unabhängige Person, die eben völlig für sich Fälle aufklären kann und über Machtverhältnisse und Strukturen auch innerhalb der Kindernothilfe hinwegsehen kann. Das vielleicht als kleiner Exkurs. Ich hatte Ihnen schon angesprochen, den unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Das ist der Johannes Wilhelm Röhrig, der wurde damals eingesetzt. Er und seine Institution nach den Fällen, die vor jetzt schon mehr als 10 Jahren vor allen Dingen in den beiden großen deutschen Kirchen eben zutage kam und der aber jetzt auch seit einiger Zeit eben unbefristet seine Arbeit erledigen kann. Und er spricht, Zitat, die Gesellschaft muss erkennen, dass es sich um ein Megathema handelt, das alle angeht. Ich bin immer wieder erschrocken darüber, mit welcher Gelassenheit sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche von Teilen der Gesellschaft hingenommen wird. Wir brauchen klare Ziele, verbindliche Maßnahmen und ausreichend Geld, um Missbrauch aufzudecken und Kinder endlich besser zu schützen. Ein weiteres Zitat, und dem können wir uns nur absolut anschließen als Kindernothilfe. Wir brauchen eine 100%-Lösung. Es darf in den kommenden Jahren keine Kitas, Schulen, Gemeinden oder Sportvereine mehr geben, die sich nicht als Schutzorte für Kinder verstehen und entsprechende Präventionskonzepte, also Schutzkonzepte umzusetzen. Und da bin ich bei der dritten Frage. Wie viele Schulen, glauben Sie, haben in Deutschland ein entsprechendes Präventions- oder Kinderschutzkonzept? Und da bitte ich Christopher, nochmal die Umfrage zu teilen. So, die Umfrage müsste jetzt sichtbar sein für alle. Ich hatte gerade ein paar technische Probleme, deswegen hoffe ich, dass es jetzt funktioniert. Ach ja, jetzt scheint es zu funktionieren. Wir warten noch ein paar Sekunden, es zeichnet sich aber schon ein deutliches Bild ab. 76% sind bisher schon, haben sich für eine Kategorie entschieden.
Ich schließe die Umfrage mal und blende auch für alle sichtbar das Ergebnis ein. Also für alle außer dich, Jörg, anscheinend. Lese es aber vor. Und zwar die erste Antwortmöglichkeit: Wie viele Schulen haben ein Kinderschutzkonzept? Sind 13%. Dafür haben sich 76% der Teilnehmenden entschieden. Die zweite Antwort: 32% haben sich dann die anderen 24% für entschieden. Für 52%, das glaubt keiner. Ja, es sind tatsächlich nur 13% aller Schulen, die zurzeit ein Kinderschutzkonzept haben. Und wenn man in den Bereich von Kindertagesstätten geht oder Kindergärten, dann sind es lediglich 22%. Und im Bereich der Sportvereine sieht lediglich ein Drittel aller Sportvereine das Thema und vor allen Dingen das Thema sexualisierte Gewalt im Sport als überhaupt relevant an. Und das sind, denke ich, so Zahlen, die klar zeigen, ne, wir leben zwar in Deutschland, aber es ist trotzdem, auch wenn es in den letzten Monaten oder in den letzten 2 Jahren, sage ich mal, immer wieder mehr in den Medien war, es ist trotzdem immer noch ein Thema, was nicht institutionalisiert ist und wo eben nicht alle mitgehen, weil sie eben das als nicht besonders notwendig ansehen. Die Kinder und Jugendlichen haben hier auch in Deutschland nicht eine ausreichend große Lobby. Und das ist das, wo wir eben weiter daran arbeiten wollen und was wir stärker auch in die Öffentlichkeit bringen wollen. Natürlich mit anderen Mitstreitern wie dem Kinderschutzbund, mit dem unabhängigen Beauftragten und vielen anderen kleineren Initiativen, die sich damit beschäftigen. Aber wir denken eben, auch als Kindernothilfe können wir unseren Beitrag leisten, dass wir eben einfordern, so wie der unabhängige Beauftragte ein Schutzkonzept entsprechend entwickeln zu lassen. Und wie sieht so eins aus? Und ich möchte da jetzt nicht auf jeden einzelnen Bestandteil eingehen, aber wichtig sind eben auf der einen Seite, dass man präventive Maßnahmen hat. Präventive Maßnahmen sind Sachen wie Kommunikationsstandards, Personalmaßnahmen, Verhaltenskodex und natürlich auch immer Partizipation der Betroffenen, aber auch eben aller Beteiligten in Institutionen. Und auf der anderen Seite, neben den präventiven Maßnahmen, ist das Herzstück eines jeden Schutzkonzeptes das sogenannte Fallmanagementsystem. Das heißt also, dass ganz klar ist, wer ist der oder die Verantwortliche, wer muss von dem, wenn ein Fall reinkommt, informiert werden, wie transparent muss das gemacht werden, dass es eben keine Machtstrukturen geben darf, die verhindern können, dass eben ein solches Fallmanagement-Team oder ein Team, was sich eben mit der Aufklärung von Fällen und der Begleitung von Fällen befasst, dass sie in irgendeiner Form in ihrer Arbeit behindert werden. Und präventive Maßnahmen und eben Interventionsmaßnahmen, das sind so die zwei Kategorien, in die sich die Inhalte eines Kinderschutzkonzeptes eben einteilen lassen. Das ist alles kein Hexenwerk und wir kriegen auch immer wieder Fragen dazu. Aber wie wir eben vorhin bei den Zahlen gesehen haben, ist es deutschlandweit noch immer zu wenig und deswegen auch eine Legitimation für uns, dort eben weiter versuchen, entsprechend darauf hinzuweisen, dass das auch hier in Deutschland wichtig ist. So, jetzt habe ich erstmal lange genug geredet. Ich könnte jetzt noch weiterreden. Aber müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten. Und deswegen, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne, melden Sie sich und die werden mir dann zugetragen und ich werde dann versuchen, die zu beantworten. Bis hierhin zunächst vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jörg. Ich schalte mich mal dazu. Genau. Es ist schon eine erste Frage eingegangen. Das müsste mir mal dann jemand dann gleich beantworten, gucken, ob das die Antwort jetzt schon gekommen ist. Du hast jetzt gerade eben erklärt, so grob, was die Eckpfeiler sind von so einem Kindesschutzsystem. Was müsste denn, wie müsste denn in einer Schule aussehen? Also habt ihr dann unterschiedliche Systeme, die ihr Institutionen anratet? Oder genau, jetzt Beispiel, wie wäre es in einer Schule? Ja, in einer Schule ist ein sehr interessantes
Umfeld, weil in der Schule haben wir jedenfalls Kinder, auch in Grundschulen, in der 4. Klasse, die sich eben an der Erstellung eines solchen Kinderschutzkonzeptes auch beteiligen können. Natürlich, wie man da rangeht, das ist nicht der erste Schritt, dass man eben Kinder oder in weiterführenden Schulen die Schülervertretung eben mit einbietet, aber es ist erstmal zu sensibilisieren. Die Lehrerschaft dafür zu sensibilisieren und vor allen Dingen eben auch die Schulleitung auf die Seite zu bekommen, dass das tatsächlich jetzt für diese Schule auch angesagt ist. Das ist in allen Institutionen so, dass wenn die Leitung eben nicht dahinter steht, dann wird es niemals ein funktionierendes Schutzsystem geben. Was wir normalerweise machen, ist, dass wir zunächst Sensibilisierungs Schulungen machen, um überhaupt auf das Thema hinzuweisen und zu erklären, was wir meinen, wenn wir eben Etablierung eines Kinderschutzsystems, eines Präventionskonzeptes meinen. Wir gehen aber auch eben auf Elternebene, weil eben das natürlich in der Familie auch verankert und eben auch bewusst gelebt werden muss. Also wir müssen natürlich die eben auch Pflichtenträger gegenüber ihren Kindern sind, damit einbeziehen. Und nicht nur darüber berichten, was wir machen, sondern eben sie versuchen, auch ihre Stimme in die Entwicklung eines solchen Kinderschutzkonzeptes zu integrieren. Bis hin eben, und das sind Mitarbeiter bei der Erarbeitung des Verhaltenskodex, Identifizierung entsprechender Vertrauenspersonen für die Kinder und Jugendliche, damit ihnen nicht irgendeiner oder eine vorgesetzt wird, mit denen sie sich überhaupt gar nicht verstehen und wo sie sich gar nicht hintrauen, hinzugehen. Und so dann aus diesen verschiedenen Gruppen, die ich gerade genannt habe, ein Team zu bilden, was dafür verantwortlich ist, die ersten Schritte zu erarbeiten und die ersten Kapitel eines solchen Schutzkonzeptes dann eben für die jeweilige Schule, und da sind ja immer unterschiedliche Strukturen, dann eben zu erarbeiten und danach eben mit der großen Mehrheit als Vorschlag abzustimmen, da eben auch entsprechende Meinungen einzuholen und anzupassen, damit es ein möglichst konsensfähiges Konzept gibt. Ist so die Vorgehensweise für Schulen. Ja, danke schön. Wie lange dauert denn so ein ganzer Prozess, bis dann in einer Schule so ein fertiges Konzept sicher, wenn ihr gerade mit integriert, mit einbezieht, was ja auch absolut sinnvoll ist? Wie lange braucht das denn, bis so ein System steht? Ja, das braucht schon eine Weile. Also von den ersten Sensibilisierungsworkshops bis hin eben dann nach der Begleitung und Beratung, die wir auch anbieten, dass eben unterschiedliche Dokumente erarbeitet werden. Und das passiert normalerweise in Form von AGs, die sich eben gründen und wo dann eben wöchentlich möglichst dran gearbeitet wird. Aber bis zum halben Jahr kann das schon auch dauern. Teilweise in größeren Institutionen sogar auch länger. Okay. Ja, gibt es Fragen noch aus der Zuschauerrunde? Also, die Möglichkeit besteht mitzumachen, einmal nochmal über die Handzeichen oder indem Sie in dem Fragefeld die Frage formulieren. Gibt es noch Rückfragen zu dem Vortrag, der bis hierher gelaufen ist? Sonst habe ich noch mal eine Frage. Und zwar sind ja jetzt relativ viele Ehrenamtliche hier mit dabei. Es ist ja auch eine Webinarrunde, die sich häufig, also hauptsächlich auch an die für die Kindernothilfe schon aktiv sind. Was können wir als Ehrenamtliche tun, um Kinder zu schützen und wo sind da Anknüpfungspunkte für uns? Ja, ich glaube, als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Kindernothilfe, eben allein in den vielerlei Aktionen, die Ehrenamtliche machen, eben auf dieses Thema auch hinweisen. Ne, wir haben ja mittlerweile auch genug Materialien produziert, die eben weitergegeben werden können. Und die Ehrenamtlichen sind ja immer mit Menschen in Kontakt und versuchen auch für die Kindernothilfe zu werben. Und viele oder die meisten der Menschen haben in irgendeiner Form Familie, haben Kinder, haben Enkelkinder oder Verwandte, die in Schulen, Kitas, Sportvereinen,
kirchlichen Gemeindegruppen aktiv sind. Und da kann man ja mal fragen, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Habt ihr schon ein Kinderschutzkonzept, ja oder nein? Und versuchen dafür zu werben oder zumindest eben den Kontakt zu uns zu vermitteln. Und wir können natürlich nicht für alle kostenfrei eben solche Schulungen anbieten, weil wir ja in irgendeiner Form auch ein bisschen kostendeckend arbeiten müssen. Aber wir versuchen ja auch immer wieder Gelder einzuwerben dafür, auch kleine Institutionen, kleine Vereine, kleine Träger eben dann sehr günstig solche Schulungen bei uns machen zu lassen, die dann eben entsprechend von Spendengeldern subventioniert sind. Also ich sehe da vielerlei Ansatzpunkte, gerade für unsere Ehrenamtlichen, in ihrem unmittelbaren Umfeld sich umzuschauen, Leute anzusprechen und auf uns zu verweisen. Du hast jetzt einmal den Bereich Schule erwähnt, dass ihr bei verschiedenen Trägern unterwegs seid. Wie sieht so das Spektrum aus? Wo bildet ihr aus? Wen bildet ihr aus? Da ist jetzt nochmal eine Rückfrage, da möchte jemand noch mal ein bisschen mehr also was zu wissen. Wen wir genau ausbilden, ist die Frage. Genau. Genau. Also ob ihr jetzt nur im Bereich, also ne, du hast eben vom Sport erzählt, von Institutionen, die im Bereich Flüchtlinge arbeitet, von Schulen und Kitas. Gibt es darüber also hinaus noch? Ich kann vielleicht mal kurz noch ein bisschen weitergehen in der Präsentation, obwohl wir da jetzt nicht mehr viel Zeit für haben. Aber wir haben ja ein relativ breites Schulungsangebot. Wir haben Kinderschutz im Sport, wir haben Erarbeitung von Schutzkonzepten, Arbeit mit Geflüchteten. Wir haben auch eine neue Schulung, die wir jetzt sowohl online als auch offline anbieten zu Gewalt unter Kindern. Und wir richten uns eben, und das sind die Zielgruppen, an vielerlei Zielgruppen. Ja, interessierte Einzelpersonen, Kita, Schulen, Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Sportvereine, Geflüchteteninitiativen, auch Unternehmen. Und im Bereich der Politik, in dem wir eben Gespräche führen, Verbände, Dachorganisationen und die letztendlich bei uns in den Schulungen sitzen, sind eben Vertreter, Vertreterinnen von diesen benannten Zielgruppen. Das sind häufig Erzieherinnen von Kitas oder eben im Sportverein, ehrenamtlich Tätige im Sportverein, aber auch professionell aufgestellte Sportvereine haben wir schon beraten, wo es dann natürlich wesentlich einen größeren Prozess gibt. Und da kann ich ja vielleicht noch mal auf diese Folie eingehen, dass ganz unterschiedliche Zielgruppen aus ganz unterschiedlichen Trägern, die aber alle in irgendeiner Form mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, in unterschiedlichsten Funktionen sind bei uns in den Schulungen drin. Ja, und das, weil es eben so ganz unterschiedliche und vielfältige Institutionen und Vereine gibt, die irgendetwas mit oder für Kindern machen. Und all diejenigen, die sich da engagieren, das sind teilweise Leute aus der Leitung, aber eben auch Leute, die einfach nur ehrenamtlich bei irgendeiner Initiative mitmachen, die sitzen bei uns in den Schulen und werden so eben Teil der Bewegung, Kinder zu schützen. Ja, danke schön. Genau, wir nehmen noch Fragen an. Wir haben im Chat noch einen Hinweis gepostet, also finden Sie Fragen zum Angebot haben von Training und Consulting zu den Schulungen oder zu den Materialien einfach zum Leben, dann gibt es jetzt in dem Chat gibt es einen Link, den können Sie sich gerne kopieren und da weiter nachlesen und dann sind auch die Kontaktadressen da, wie Sie das Kindesschutzteam bzw. Training und Consulting erreichen können. Genau. Ah, da ist jetzt eine Frage da, wie schult denn die interessiert seid? Macht ihr das jetzt als Training- und Consulting-Team? Wie viele seid ihr? Und genau, wie sieht das konkret aus? Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden, war ein bisschen abgehackt. Okay. Ja, also
Wer führt die Schulungen durch, all dieser Träger? Das könnt ihr ja wahrscheinlich nicht selber machen als kleines Training- und Consulting-Team. Ich glaube, ihr seid insgesamt 4 Leute, ne? Ja, wir sind mittlerweile zu 6 und nicht alle mit einer vollen Stelle, also 3 halbe Stellen und 3 ganze Stellen. Und wir machen teilweise noch Schulungen selber, gerade auch im Bereich Sport, Sportvereine. Wir haben ja den VfL Bochum und den VfL Wolfsburg, wo wir entsprechende Schulungen mit denen für den Gesamtverein durchführen. Das sind solche Klienten, die wir auch noch selber dann vornehmen, weil wir darüber hin eben an mit solchen Leuchtturmprojekten in die Breite gehen wollen, um möglichst viele kleine Sportvereine zu erreichen, die sich dem Vorbild dann anschließen und sagen, boah, wenn er schon Bundesligist macht, dann ist das für uns vielleicht dann auch notwendig. Solche Schulungen machen wir noch selber oder ich zum Beispiel jetzt Ende der Woche mache auch noch Schulungen für Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, deutsche Organisationen, die im Ausland tätig sind. Aber in erster Linie organisieren und koordinieren wir Schulungen von eben Trägern und Institutionen hier in Deutschland. Wir arbeiten mit bei der Konzeptentwicklung der Inhalte, dass wir eben die Qualität sichern, die geschult wird. Und wir haben ein Trainerinnen-Team von derzeit 12 Trainerinnen, die bundesweit eben einsetzbar sind und für uns diese Schulungen der unterschiedlichen Art dann durchführen. Und auch da muss man sagen, ist wieder, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, im Bereich der ehrenamtlichen Mitarbeit. Wir sind immer auf der Suche nach zusätzlichen Trainerinnen, weil wir teilweise eben den Anfragen auch nicht allen gerecht werden können, und zwar aus ganz Deutschland, wenn es da eben entsprechende Vorschläge gibt, die, wenn man jemanden kennt, der sich in dem Bereich schon ein bisschen auskennt und auch als Trainer oder Trainerin eben tätig war, dann sehr gerne an uns wenden. Was muss diese Person denn mitbringen, um jetzt noch mal ein bisschen konkreter zu werden, der bei euch Trainer werden will? Also am besten, wenn eben im Bereich von Kindern und Jugendlichen ganz konkret schon mit Kindern gearbeitet wurde. Ja, das können ehemalige Erzieherinnen sein oder die in der Schule gearbeitet haben, die teilweise mit sich ehrenamtlich auch engagiert haben in geflüchteten Vereinen. Aber was eben von der praktischen Erfahrung ist, ist das eine, was wir eben suchen, damit eben die Leute auch in den Schulungen den Teilnehmenden gegenüber sitzen als wirkliches Gegenüber, so unter dem Motto, ich habe das auch schon erlebt und ich kann eben da entsprechend auch was dazu sagen. Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass nicht jeder, der in einer solchen Institution oder in einem solchen Verein schon gearbeitet hat, auch entsprechende Trainerinnenqualitäten hat, die erforderlich sind, um mit einer entsprechenden Methodenvielfalt in der Erwachsenenbildung, weil wir arbeiten ja in erster Linie mit Erwachsenen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, fähig sind, eben diese entsprechend auch zu motivieren bei diesem schwierigen Thema. Dann habe ich eine kurze Frage oder eine Frage und ich bitte dich um eine kurze Antwort. Gibt es bereits Initiativen abseits von Kindernothilfe und der Bundesregierung, die sich für Kinderschutzkonzepte oder von der Erstellung von Kinderschutzkonzepten stark macht? Ja, es gibt da einige und am prominentesten ist wahrscheinlich in Deutschland der Kinderschutzbund, der ja auch sehr breit aufgestellt ist in den verschiedensten Städten und auf den wir auch immer wieder hinweisen. Und die schlagen schon seit langem, viel länger als wir eben auch in die Richtung, dass eben Kinderschutzkonzepte in den verschiedenen Institutionen gemacht werden sollen und geben auch Schulungen dazu. Und es gibt viele kleinere Initiativen, die eben entsprechend da auch arbeiten. Es gibt Initiativen im Bereich Sport. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem Landessportbund NRW zusammen, die eben auch Schulungen für so Schutzkonzepte anbieten. Also wir sind damit bei weitem nicht alleine, aber es ist auch ein großes Thema. Ich hoffe, die Antwort war jetzt kurz genug. Ja, danke schön. Genau, ja, jetzt ist es 19:30 Uhr. Wir sind am Ende
an. Vielen, vielen Dank, Jörg, für die vielen Informationen. Und ich möchte nochmal einfach appellieren, wenn Fragen offen geblieben sind, bitte melden Sie sich im Nachhinein uns. Sie können uns über die Webseite erreichen. Der Christopher wird gleich nochmal den Link für das Padlet, genau, das hat er schon eingefügt, wo Sie uns Rückmeldung geben können, speziell zu diesem Webseminar oder generell zu diesem Seminar-Themen. Genau, und wenn Sie Vorschläge haben, sind wir dafür auch dankbar. Genau. Das nächste Webseminar findet statt am 8.12. Es geht da um politische Mitmachaktionen. Und dazu möchten wir Sie jetzt schon mal ganz herzlich einladen. Wir bedanken uns herzlich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie dabei waren. Und ganz herzlichen Dank nochmal an dich, Jörg. Und ja, wir wünschen weiterhin alles Gute für die Arbeit, für eure Arbeit und hoffen, dass wir möglichst schaffen, dass ihr es möglichst schafft, möglichst viele Institutionen und in diesem Bereich zu schulen, zu unterstützen, dass wir ein Stück mehr dazu beitragen können, dass Kinder geschützt werden, hier in Deutschland und auch weltweit. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche allen einen schönen Abend. Ganz herzlichen Dank, schönen Abend. Tschüss.